Du kennst mich nicht und ich kenne dich auch nicht. Aber ich weiß nur, dass eine höhere Macht mich in deine Richtung geführt hat. Guten Tag, wie heißt du? Guten Tag, ich bin Zoe. Zoe, einen schönen guten Abend. Was ist hier passiert? Ich weiß, ich habe nur gesehen, wie der Herr hier volle Kanne gegengeknallt ist. Der Herr, wie geht's Ihnen? Mittelmäßig, ne? Der Herr, sind Sie zufällig abgelenkt gewesen von der Schönheit dieser Frau und sind deswegen haben einen Unfall gebaut? Mit Sicherheit nicht. Nee, das ich habe nicht gesehen, ne? Oh. Zoe, ich habe das Gefühl, dass du den Straßenverkehr beeinträchtigst mit deiner, ja, mit deinem guten Aussehen. Und da wollte ich fragen, ob man da irgendwas machen lassen könnte. Vielleicht, dass du die Scheiben ein bisschen abtönst, ne, damit man nicht mehr ab. Ich war auch abgelenkt, ne? Soll meine Scheibentönung weniger machen? Also von 5% auf wie viel Prozent? Ja, auf. Ich teste mal ganz kurz. Ich fahre mal kurz an dich vorbei und schaue mal, ob man sich wirklich auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Mhm. La la la. Bin ein ganz normaler Auto. Oh, wer ist denn die geile? Ah! 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 Oh, scheiße. Ich war total abgelenkt von ihrem guten Aussehen. Ah! Ah, hier muss jemand einen Krankenwagen rufen. Boah, wenn das noch so... Zoe, wenn du noch weiter an einem Straßenrand stehst, das kann nur schlimmer werden. Ah! Was soll ich machen? Ich muss mich um den Herrn kümmern. Zoe, bitte, rette mein Leben. Das Einzige, wie du mich retten kannst, ist deine Telefonnummer. Ah, die weiß ich leider nicht. Kann ich dir wenigstens meine geben? Das würde mir auch schon helfen. Wenn du da zufrieden bist. Oh, mir geht schon wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. Hallo, liebe Zoe. Ja, ich würde dir meine Nummer geben. Mhm. Und wenn du dich um Punkt 22.30 Uhr... Bist du da noch da oder eher nicht? Vielleicht, weiß ich noch nicht. Pass auf, so, ich mach, also wenn du dich um Punkt 22.30 Uhr meldest, verspreche ich dir, ich werde mir etwas Kreatives einfallen lassen, um dir, ja, eine spaßige 10 Minuten zu bereiten. Damit meine ich jetzt nichts Perverses oder, sondern einfach so eine kleine Experience, irgendwas Cooles. Hm? Okay, und bei wie vielen Frauen hast du schon gemacht? Bei ungefähr zwei und die haben es nicht bereut. Mit der einen bin ich zusammengekommen, mit der anderen bin ich fremdgegangen, beide sind weg. Ja, okay, und warum hast du keine Freundin? Also guck mal, ich bin ehrlich. Das Problem ist, ich habe nicht den besten Ruf hier, ja. Also ich war vor ein paar Jahren. Wie heißt du denn? Kevin Hill. Halt doch mal! Halt mal den Schnauze jetzt hier, Mann! Ich rede gerade! Entschuldigung, sorry. Und zwar. So, können wir kurz um die, ein bisschen Zeit weggehen, damit wir nicht auf die Nerven gehen hier, den Kollegen? Ja, können wir machen. Danke dir, sorry. Mein Name ist Kevin Hilton tatsächlich. Ah, okay. Ja, den Namen, den habe ich schon gehört. Ja, ist negativ behaftet und ich würde mich gerne bei dir beweisen, dass ich auch anders kann. Also ich habe da schon so ein paar Geschichten gehört. Ja, du hast der schon Mann, Geschichten über mich erzählt? Nein, nicht erzählt, gehört. Hast du gehört? Versprochen. Was hast du gehört? Also einiges. Ja, also von meinen ehemaligen Kameraden, wo ich damals bei der Army war, die haben mir schon so... Ach, die Army, die hassen mich doch, Mann! Ich war auch bei der Army gewesen. Da war noch alles okay gewesen, sag ich, wie es ist. Ja, die Zeit habe ich nicht mehr bekommen, da war ich, glaube ich, gar nicht mehr da. Ja, was machst du denn so jetzt hier den ganzen Tag lang? Sorry. Also, eigentlich nichts. Achso, du stehst einfach nur am Straßenrand und bringst Leute dafür, Unfälle zu bauen. Nee, Junge. Aber natürlich, das ist meine Intention dahinter. Nicht schlecht, Zoe. Gefällt mir auf jeden Fall. Pass auf, Zoe, ich gebe dir meine Nummer. Du kannst selber entscheiden, ob du dich meldest oder nicht. Mhm. Aber ich mach's dir nicht so einfach, du musst die Nummer erraten. Du hast aber auch nur einen Versuch. Okay. Bist du bereit? Ich gebe dir aber auch irgendeinen Hinweis? Ja, natürlich. Okay. Also, Punkt 22.30 Uhr, ne? Ich lasse noch zwei Minuten Zeit, lasse ich noch zählen, aber... Ansonsten blase ich da alles ab. Also, ja, ich mache gar nichts, aber ich sag dann einfach alles ab. So. Okay. Also, so, pass auf. Komm hier einfach alle hin. Meine Nummer besteht aus zwei verschiedenen Ziffern. Und hat insgesamt, warte, 1, 2, 3, 4, genau, insgesamt 6 ne, Ziffern, aber nur zwei verschiedene Zahlen. Okay. Letzter Tipp, den du bekommst. Es geht um eine Sexstellung, ja, wo der Mann zufrieden ist, aber die Frau gleichzeitig auch. Genau, und diese Stellung ist ja eine Zahl und das machst du dreimal. Hintereinander. Erklärst du immer so deine Telefonnummer? Nee, ich hab's gerade, wollte ein bisschen kreativ sein für dich. Mhm, okay. Was ist deine Lösung? Ja, ich denke halt an... Nein, du musst meine Telefonnummer jetzt sagen. Ja, ich denke halt an 69. Ja, okay, und wie ist meine Nummer jetzt? Aber 6 Ziffern, 2 Zahlen. Hast du dreimal hintereinander 69? Verdammte Scheiße, Zoe, du bist nicht nur hübsch, du bist ja noch intelligent. Ah, manchmal. Richtig, sorry. Das ist meine Telefonnummer. Ich freue mich auf deinen Anruf. Bis gleich. Bis gleich. Liegt da ein Mediziner am Boden? Yes. Sollte es nicht andersrum sein? Eigentlich schon. Mediziner, soll ich den Typen abstechen mit dem Hut? Nein, der Herr hat mir geholfen. Ach so, ich dachte, der wäre böse. Staatsbürger. Okay, alles klar. Puh. Nein, ist offen. Die Scheiße funktioniert. Wir haben den Heli. Oh mein Gott. Wir haben aber auch ein Glück, ne? Kostenloser Heli hier zum Mitnehmen. Ich hoffe, Zoe ist noch da. Lord Hilton, Tower, kommen. Sie kommen.
Melde Flugobjekt zur Insel an. Komm hin. Wie ist die Kennung des Flugobjekts? Komm. Wie kann ich es wissen? Komm. Wenn sie das Kennzeichen ziehen draußen, dafür müssen sie aussteigen. Komm. Mach ich. Kurz warten. Komm. Zoe! Ja? Steig mal hier schnell ein. Wird spannend. Wird spannend. Ja, vertrau mir. Habt ihr gesagt, ich hab was besonders vorbereitet? Ja, Sekunde. Ich muss gucken, ob das Auto zu ist. Flugfunk zu registrieren, komm. Kevin Hilton ist hier die 1086. Kommen. 1086, sie werden registriert. Hau, Ende. Küss dein Herz. Ende. Da bin ich ja mal gespannt. Festhalten, Zoe! Festhalten, Zoe! Alter, was machst du? Sorry, ich hab keinen Führerschein. Halt dich fest, Zoe, ne? Mhm. Warte mal, du hast keinen Flugführerschein? Nee, ich glaub auch, dass der Polizeihelikopter wegen mir da gewesen ist, glaube ich. Weil das ist nämlich ein Medic-Heli tatsächlich. Aber wie ich dir versprochen habe, sorry, ne, will ich dir was bieten, habe ich ja gesagt. Also es wird hier eine spannende... Hättest du was gesagt? Ich habe eine Swift. Was ist denn eine Swift? Was ist das? Das ist ein Helikopter. Die Superbody, sie haben sich im Flugfunk zu registrieren, komm. Kannst du mir am Arsch lecken, komm. Die bitte? Kannst du den Funk hören, sorry? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Das ist echt schade. Ich glaube, dafür müsste ich vorne sitzen. Ich habe gesagt, kannst du mich am Arsch lecken kommen. Was wollten die denn? Sie sind das. Dann sagen sie, das ist ja die falsche Kennung durchgegeben. Nee, das ist doch 1000 und danach 86. Kommen. Tower, wo befinden Sie sich gerade? Ich würde gerne vorbeikommen und Kaffee bringen, kommen. Oh nein, wir fliegen jetzt nicht in die Army Base. Im Tower, wo auch sonst. Sie haben kommen vergessen, kommen. Kaffee trinken. Verteilen Sie, kommen. Dürfte ich vorbeikommen, um mir einen Kaffee zu bringen, kommen? Sie brauchen mir keinen Kaffee bringen, kommen. Ich würde schon gerne kommen, kommen. Funkspruch wiederholen, kommen. Ich würde schon gerne kommen, kommen. Hallo, kommen, kommen, hallo, kommen. Bitte mal leise sein, jetzt, sei. Verstanden. Ende. Funkspruch wiederholen, kommen. Ich sagte verstanden. Ende. Alles klar, Tower verstanden. Tower, Ende. Dieser Tower. Zoe, ja, wie ich dir versprochen habe, ne, will ich dir was bieten. Ich habe ein Medic-Heli geklaut. Nicht, weil ich ein Heli brauche, sondern einfach, weil das ist ja hochgradig kriminell, weißt du, ich meine? So eine krasse Verfolgungsjagd mit der Polizei, blablabla, wäre doch voll krass. Wäre nicht schon langweilig, aber ja. Ja, ich finde es auch mega langweilig, Zoe, sag ich dir ehrlich. Dumme. Obwohl du gerade noch gesagt hast, krass. Ja, ich wollte nur testen, ob du auch Geschmack hast. Ey, ach komm, warum ist denn hier ein EMP? Hallo, ich will doch wegfliegen. Lass mich doch wegfliegen, hallo! Seit wann ist denn hier ein... Ach komm, da habe ich echt keinen Bock drauf, Alter. Ach Gott. Sollen wir sterben? Sollen wir einfach sitzen bleiben und sterben, Zoe? Hast Bock zu sterben? Wir kommen doch hier nie wieder weg, Zoe. Wir müssen jetzt sterben. Zoe? Ach, Digga, das ist ja total in die Hose gegangen. Das Date ist ja mega in die Hose gegangen. Scheiße. Ich hätte ja wenigstens noch durchfunken können, irgendwie, hier, Hilfe. Oh, scheiße, ey. Oh nein. Ey, ich hab Folge verkackt bei Zoe, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße, Chat. Was machen wir denn jetzt? Wir sind ja hier komplett alleine, hier ist ja auch niemand. Und wieso ist hier ein scheiß EMP, Alter? Flugobjekt 1000 sind abgestürzt auf Insel. Hilfe. Okay, ich habe Army informiert. Oh, Service wurde entgegengenommen, Chat. Pock, das ist gut. Tower, hallo, Tower. Ja, Herr Hilton. Tower, sind Sie's, komm. Das ist der Tower, ja. Ey, ohne Scheiß, wir sind abgestürzt, Alter, mein Heli. Meine Frau ist tot. Wie, was gibt's da? Sie lachen, meine Frau ist tot. Ich meine, das ist wirklich ernst. Die liegt. Ja, alles gleich, hier wird nur gelacht. Krass. Ja, Top-Support hier, wirklich. Ja, Frau gestorben, Alter. Ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet. Helikopter im Bett von 100.000 tot. Alles kaputt, explodiert und er lacht. Verzeihen Sie. Oh, um Gottes Willen. So, also. Können Sie mir sagen, was da so lustig ist, dass ich abgestürzt bin, meine Frau tot ist und mein Helikopter explodiert ist und ich hier schwer verletzt auf einer einsamen Insel bin und nicht wegkomme? So, das tut mir leid. Also, Sie sind abgestürzt mit ihrem Helikopter. Genau, ja. Meine Frau liegt hier gerade. Haben Sie einen Dispatch gemacht für die Medics? Ja, nee. Die ist tot. Kannst vergessen. Ist durch. Was ist denn daran so witzig? Also, das ist ja nicht lustig. Ach, hallo? Verzeihung. Also, ich lache nicht. Ich weine gerade. Also, mir geht's gar nicht gut.
Tower, komm, hallo. Tower, komm hin. So, also, ich nehme an, Sie wollen den E-Weg haben. Ja, irgendwie was zum, so ich zurückkomme hier, ja, Hilfe. Okay, ich schaue, was Sie machen jetzt und dann rufe ich Sie gleich nochmal an, ja? Danke. Wiederhören. Ende. Was ist denn los mit ihm? Was ist denn mit ihm, Alter? Das ist ja, also, ich habe das Gefühl, dass ich ernst.